Professur für Alte Geschichte an der FAU vereint Spitzenforschung mit praxisnaher Lehre. Projekte wie der Bau zweier historischer Römerboote sind weit über die Grenzen der Metropolregion Nürnberg bekannt. Hallo, ich bin die Susanne, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere hier in der FAU Geschichte auf Gymnasiallehramt. Wenn du wirklich Interesse und wenn du wirklich Bock auf Geschichte hast, dann mach's einfach. Auch wenn du vielleicht nicht ins Lehramt gehen möchtest oder so. Es gibt immer Mittel und Wege und jeder findet was. Die Professur bietet ein breites Angebot an Lehrveranstaltungen für die studentische Ausbildung. Daneben ergänzen Gastvorträge und das Mitwirken an Ausgrabungen in der Türkei die Lehre. Hallo, ich bin der Johannes. Ich studiere jetzt im vierten Semester in meinem Master Geschichte an der FAU mit dem Schwerpunkt Alte Geschichte. Hier an der alten Geschichte in Erlangen finde ich sehr schön, dass man hier sehr praktisch arbeitet. Nicht nur an den Booten, sondern auch anderen Projekten, was Praktisches einfach mal zu machen. An den Römerbooten erforschen Mitarbeitende und Studierende, wie der Bau solcher Schiffe und deren Einsatz im Römischen Reich ausgesehen haben muss. Bei Testfahrten auf dem Altmühlsee und der Donau werden so vielfältige Forschungsfragen rund um die Patrouillenboote untersucht. An der FAU, als zweitgrößter Uni Bayerns, profitieren die Studierenden vom breiten Angebot an Fachrichtungen. Beispielsweise durch die Wahl von Schlüsselqualifikationen. Im studentisch geprägten Erlangen sind dabei die Standorte der Geschichte fußläufig erreichbar.